Herzlich willkommen zum E-Tutorial Bestellung eines Buches über die Fernleihe. Bücher, die nicht vor Ort vorhanden sind, können über die Fernleihe aus anderen deutschen oder internationalen Bibliotheken bestellt werden. Dazu rufen wir zuerst die erweiterte Suche auf, indem wir dem Link auf der Homepage Suche im Katalog OPAC Plus folgen. Im nächsten Fenster wählen Sie dann einen Abholort aus, zum Beispiel die Hauptbibliothek. Als Beispiel suchen wir das Buch Auf Spurensuche von Alexandra Krieg. Dazu geben wir im Feld Titelwörter Spurensuche und im Feld Autor den Nachnamen Krieg ein. Sie finden in unserem Katalog keinen Treffer, bekommen aber über den Reiter Verbundkatalog Fernleihe einen Treffer im Bayerischen Verbundkatalog angezeigt. In diesem sind unter anderem die Medien von zahlreichen bayerischen Hochschulbibliotheken verzeichnet. Rufen Sie den Treffer auf und klicken dann auf Bestellung Verfügbarkeit und danach auf den SFX-Button. Unter dem Punkt Bestellung über den lokalen Katalog, VDOC bzw. Fernleihe, wählen Sie Ihre Heimatbibliothek, also den gewünschten Abholort. Sofern Sie sich nicht bereits im Katalog OPAC Plus der Universitätsbibliothek angemeldet haben, geben Sie jetzt die Nummer Ihres Bibliotheksausweises, beginnend mit 028, und Ihr Kennwort ein. Im Bestellformular, das sich automatisch öffnet, wählen Sie noch den gewünschten Ausgabeort aus. Gemeint ist der Abholort, zum Beispiel die Hauptbibliothek. Wenn Sie nur eine bestimmte Ausgabe wünschen, können Sie beim Punkt Ausgabe Einschränkungen vornehmen. Dann kann die Bestellung abgeschickt werden. Wenn ein gewünschter Titel nicht im Bayerischen Verbundkatalog Gateway Bayern vorhanden ist, können Sie ihn trotzdem über die Fernleihe bestellen. Angenommen, Sie suchen den Titel Leopardenjagd im Sauerland. Jetzt erhalten Sie gar keine Treffer. Gehen Sie unter dem Punkt Weitere Hilfe auf Anfrage zur Fernleihbestellung und auf dem folgenden Bildschirm erneut auf Fernleihbestellung. Falls noch nicht geschehen, melden Sie sich nun an. Klicken Sie erneut auf Fernleihbestellung und wählen Sie dann Fernleihbestellung Buch. Sie erhalten dann ein Formular, in das Sie Ihre Angaben zum Buch selbst eintragen. Vergessen Sie nicht, die Fernleihbestellung am Ende abzuschicken. Die Erledigung einer Fernleihbestellung dauert etwa 10 Tage und ist für Sie kostenlos. Sie erhalten eine E-Mail, sobald Ihr bestelltes Buch am gewünschten Abholort bereit liegt. Sie können auch Aufsätze aus Zeitschriften oder einzelne Kapitel aus Büchern als Kopie bestellen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Sie über die FAQs auf unserer Homepage, unter dem Punkt Fernleihe. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Online-Auskunft.